Und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 8 von Pokebazis Adventskalender. Wir machen uns heute an einen neuen Film ran. Und zwar, Film ist das, glaube ich, Nummer... Welche Nummer? Ich weiß gar nicht, welche Nummer er hat. Wir sind auf jeden Fall bei Türchen 7, das heißt, es ist Platz Nummer 17. Und zwar hätten wir heute Zoroark, Meister der Illusionen. Zoroark, Meister der Illusionen ist quasi so der Film, der die fünfte Generation eingeleitet hat. Das heißt, ich habe ein persönliches Problem mit diesem Film. Nein, Spaß. Bevor jetzt Leute wieder ausrasten. Ich mag auch die fünfte Gen, am wenigsten. Und was geht's da? Es gibt ein Sportereignis und Ash und so wollen da halt hingehen und die treffen dann ein Zoroark, welches sich mit ihnen anfreundet. Zoroark hat aber Kräfte. Auf einmal tauchen in der Stadt Entei, Raikou und Suicune auf, die, Fun Fact, nur Zoroark sind. Hallo, Halleluja. Das sind, glaube ich, auch die Shinies oder so. Und das war übrigens auch, glaube ich, zu dem Film gab es, soviel ich weiß, auch die Vergabe von den Shiny-Raubkatzen. Dadurch haben wir auch unter anderem das Turbo-Tempo Entei bekommen. Und ja, dieses Zoroark, dann kommt irgendwie auch noch ein Celebi zurück, welches 20 Jahre lang quasi verschwunden war. Und was passiert, wenn jetzt alle aufeinandertreffen? Das ist ein Film, der so ein bisschen mit Legis umherwirft. Und ich bin da prinzipiell kein Fan davon, wenn mit Legis umhergeworfen wird. Quasi nach dem Motto, wir nehmen einfach verschiedene Legis und packen die in einen Film und gucken, wie Geld gedruckt wird. Hinzu kommt, dass ich mag Zoroark und es war ja, soviel ich weiß, auch das erste Pokémon, welches aus der fünften Generation angekündigt wurde und damit hat man quasi auch Werbung für die Generation gemacht. Es ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon, aber der Film, ich weiß nicht, dieses Zoroark, wie es die ganze Zeit rumschreit und dann kam noch der Bösewicht dazu und dann das kleine Zoroark, es ist mir ein bisschen zu klischeehaft, so nach dem Motto, yo, wir treffen hier den, das kleine süße Pokémon ganz zufällig und helfen dem Pokémon. Das ist halt so das Klassische, was man halt von Pokémon kennt. Und es ist nicht unbedingt das, wo ich jetzt sage, der Film sticht da wirklich raus. Er ist trotzdem nicht schlecht, muss man sagen. Schlecht ist er jetzt nicht. Aber für mich persönlich gibt es einfach andere Filme, die da weiter drüber stehen. Und ja, wie gesagt, mich stört persönlich einfach immer. Prinzipiell, das wird bei vielen Filmen auch noch kommen, dieses... Unsere Freunde laufen irgendwo hin, da ist irgendwie eine Aktion, wo sie hinwollen oder irgendeine Veranstaltung, zu der sie hinwollen, treffen hier ein kleines Pokémon, schließen mit ihm Freundschaft und helfen ihm dann, in Anführungszeichen, seinen Traum zu verwirklichen oder helfen bei seinen Problemen. Das war hier in dem Fall auch der Fall. Und Zoroark wollte halt die ganze Zeit einfach nur Zoroark beschützen bzw. retten und wendet sich dann am Ende auch gegen den Bösen. Und dann ist Happy End und alle sind glücklich, außer Barchi, denn der fand den Film jetzt doch nicht so ganz prickelnd. Ist auch so ein Film, den ich nicht unbedingt nochmal angucken muss. Deswegen, ja, bei mir Türchen Nummer 8 war es, glaube ich, Platz Nummer 17. Ja, Platz Nummer 17. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Film, beziehungsweise beim nächsten Türchen. Bis dann und ciao.